Willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven. Ich bin mit meiner besten Freundin verabredet, deswegen gehe ich jetzt hier einmal in das Haus und wir wollten uns treffen. Hi! Oder, oh, da bist du ja. Hey Ronja! Hast du Lust, nachher noch einkaufen zu gehen oder irgendwas zu machen? Gerne, aber ich habe ja meinen Friseurtermin. Oh, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Warte, wie willst du dir deine Haare machen? Färb die mal um, dann können wir beide blonde Haare haben, dann sind wir Twinsies. Oder, warte, jetzt ist ja auch bald Halloween. Vielleicht kannst du so lange schwarze Haare machen und irgendwie einen gruseligen Look. Blond, schwarz, ich weiß nicht. Ich sag, blond ist besser. Ich als Fellow blond Haare habe, ich sag, blond ist besser. Blond, dann sind wir Zwillinge. Eben, und dann können wir unsere Lehrerin verwirren. Ich glaube, blond ist eine gute Idee. Du kannst dir auch die gleiche Frisur machen lassen wie ich oder so. Oh, mach ich. Okay, nice. Dann, warte, wann musst du los? Es wird schon dunkel. Hast du deinen Friseurtermin nachts? Ja, ich muss jetzt eigentlich los. Alles klar, dann, mach's gut. Ich gehe auch gleich nach Hause. Ich wollte nur kurz noch, keine Ahnung, mich hier verstecken, weil meine Mom ist zu Hause und die will immer, dass ich sauge, sobald ich da bin. Heißt es immer, kannst du die Küche putzen? Kannst du hier den Boden saugen? Deswegen, ist es okay für dich, wenn ich hier noch kurz in deinem Haus chille? Ha, okay, bye. Mach's gut, tschüss. Und schick mir ein Foto, wenn deine Haare fertig sind. Warte, hi, hey Ronja. Oh mein Gott, Paul, warte, das tut mir voll leid. Paul, gell? Ich hab dich nur voll selten gesehen. Du bist Taylors Bruder. Was machst du denn noch hier? Das Ding ist, meine Eltern wollen immer, dass ich irgendwie putze und Sachen mache und ich kann nie in Ruhe einfach, keine Ahnung, an meinem Laptop spielen oder Fernsehen gucken oder irgendwas machen, was Spaß macht. Oh, kenne ich. Ja, deswegen verstärke ich mich bei euch im Haus. Taylor meinte es okay, aber sie meint, also sie hat nicht gesagt, dass du noch hier bist. Tut mir voll leid. Also wenn du willst, dann kann ich auch gehen. Ich will dich hier nicht stören beim Survivor gucken. Ach, kein Problem. Okay, dann setze ich mich dazu, dann gucke ich mit. Unsere Eltern sind eh nicht da. Warte, solltest du nicht eigentlich irgendein Klassenfahrts-Schulding haben? Ich glaube, also Taylor hat irgendwann mal erzählt, dass du weg bist. Nope, ich hatte keine Lust. Okay. Hey, das ist voll cool, dass du das selber entscheiden kannst. Deine Eltern sind bestimmt voll gechillt, dass sie dich das einfach machen lassen. Ja, sie wissen möglicherweise nichts davon. Okay, verstehe. Kleiner Rebell auch. Was schauen wir hier eigentlich? Ist es deine Lieblingssendung oder ist es einfach nur irgendwas, was läuft? Nee, ich wollte gleich zocken. Willst du mitzocken? Roblox? Warte, du auch? Oh mein Gott, warte, dann kannst du mich auf Roblox adden. Dann können wir zusammen spielen, wenn ich zu Hause bin oder so. Beziehungsweise, wir können auch hier spielen, aber generell auch so mal. Klar, ich habe sogar meinen Laptop dabei, dann können wir spielen. Warte, du hast deinen PC drüben, gell? Alright, das war voll lustig. Ich glaube, ich muss jetzt aber so langsam nach Hause. Es wird schon, langsam wieder hell. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich glaube, sonst machen meine Eltern sich so langsam Sorgen. Okay. Aber es war voll lustig mit dir. Dankeschön, dass du mich mitspielen lassen hast. Wir sehen uns sicher irgendwann die Tage nochmal. Tschüss! Boah, Paul ist voll nett. Warte, hier ist noch jemand vor der Tür. Ich muss hier mal raus. Warum habe ich nie Zeit mit ihm verbracht? Vor allem, ich glaube, er ist nur ein Jahr älter als ich. Eigentlich könnten wir uns voll gut anfreunden. Naja, gut, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Hi! Oh mein Gott! Du hast hier wirklich blonde Haare gemacht. Hey! Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Hey, jetzt sind wir Twinsies. Das ist voll cool. Warte mal, ich stelle dich hier neben. Okay, deine sind ein bisschen dunkler am Ansatz und ein bisschen mehr von dem Braun, was du sonst hattest. Aber das sieht so cool aus. Du hast sogar die gleichen Locken an den Ohren wie ich. Hä? Mega nice. Okay, warte. Jetzt kennen wir uns, glaube ich, wirklich. Wenn wir uns die gleichen Klamotten anziehen oder wenn du dir meine Klamotten anziehst oder andersrum, dann können wir echt unsere Lehrer täuschen. Mega nice. Okay, und by the way, deswegen wollte ich, dass du kommst. Ich wollte dir schon mal mein Halloween-Outfit zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob das okay ist oder nicht oder ob ich damit... Weil ich wollte es schon in die Schule anziehen morgen. Aber ich will, es ist kein richtiges Kostüm. Es ist mehr so ein bisschen im Halloween-Stil. Oh ja, okay. Okay, warte, ich zeig's dir. Alright, das ist das Outfit. Wie findest du es? Guck mal. Ich habe so ein Geisterding und der Rucksack ist cute. Guck mal, das ist so ein kleines Gespenst. Statt meinem anderen Schulrucksack. Kann ich damit in die Schule gehen oder ist das zu viel? Ronja... Wie soll ich es dir am besten sagen? Es ist furchtbar, ha? Ich kann es nicht tragen. Ich liebe es. Oh mein Gott, wirklich? Oh Gott, danke. Okay, weil ich will gut aussehen in der Schule. Kein spezieller Grund. Aber okay, weil du es fragst, sage ich es dir. Ich habe gestern mit einem jungen Roblox gespielt und wir haben uns voll gut verstanden. Und er geht auf unsere Schule. Und falls wir uns zufällig sehen, will ich dann, dass er auch denkt, dass ich hübsch aussehe. Ist Ronja etwa verliebt? Also das würde ich jetzt nicht sagen, aber der ist voll süß und der, also wir haben uns voll gut verstanden und wir haben den ganzen Abend zusammen Roblox gespielt und vor allem, weil du jetzt ja in letzter Zeit kaum noch Lust hast, irgendwie zusammen zu spielen. Wie heißt der denn?
Also er heißt Raul. Er heißt Raul. Raul? Komischer Name. Ja, ich weiß, aber da kann er ja nichts für. Du musst nicht gemein sein zu ihm, nur weil er halt einen anderen Namen hat. Stimmt. Naja, darf ich ihn denn auch mal treffen? Klar. Also, ich würde mich voll freuen, wenn ihr euch gut versteht, aber ich glaube, ihr versteht euch schon gut. Also werdet euch dann gut verstehen in der Zukunft, wenn du ihn dann mal triffst. Weil noch kennst du ihn ja nicht. Aber bald kennst du ihn vielleicht. Okay. Okay, jedenfalls, wir sollten zur Schule gehen. Los, komm mit. Oh, das war voll knapp. Ich darf ihr auf keinen Fall sagen, dass es ihr Bruder ist. Was ist, wenn sie was dagegen hat? Was ist, wenn sie das nicht erlaubt? Oder noch schlimmer, wenn sie das ihrem Bruder erzählt. Das wäre so peinlich. Anja, ist eigentlich alles okay bei dir? Bei mir ist alles okay. Ich bin nur nervös, weißt du? Ich habe Angst, dass ich, Raul in der Schule treffe und wir uns eigentlich ja gestern gut verstanden haben, aber er heute nichts mehr wirklich mit mir zu tun haben will. Und keine Ahnung, also weißt du, ich bin jetzt ja nicht so erfahren. Also ich hatte ja auch noch nie einen Freund. Oh, okay, warte, du hast doch einen Bruder. Dann weißt du ja, was Jungs mögen. Ach, mach dir doch keine Sorgen. Aber kannst du mir helfen? Was fände denn dein Bruder gut? Weil vielleicht, weißt du, ich würde ihm vielleicht gerne schreiben, ob wir uns nochmal treffen wollen. Aber ich weiß nicht, weißt du, was er cool fände. Mein Bruder? Ja, dein Bruder ist doch ungefähr auch 1-2 Jahre älter als wir. Also es ist doch wahrscheinlich ein ähnliches Alter. Weiß nicht. Zocken? Fußball? Ja, aber da kann ich ihn ja nicht drauf einladen. Ich kann ja nicht sagen, hey, Raul, hast du Lust, Fußball zu spielen? Ich habe noch nie Fußball gespielt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Ich treffe doch keinen Ball. Vielleicht in die Arcade? Okay, warte, das ist eine gute Idee. Frag ihn doch einfach mal. Okay, gut, dann mache ich das. Dann lade ich ihn ins Arcade ein oder sowas und frage, ob wir Pizza essen gehen wollen. Das klingt nach einem guten Date, oder? Soll ich direkt sagen, dass es ein Date ist? Oder, sehr gut. Oder soll ich eher sagen, so als ob wir uns als Freunde treffen und dann können wir immer noch schauen, ob er mich mag? Nein, sag ein Treffen. Okay, ein Treffen, also nicht Date. Du hattest doch schon mal einen Freund, oder? Weißt du, wie das funktioniert? Also, wo hast du erkannt, dass er dich mag? Also, mein Freund hat mir einfach gesagt, dass er mich mag. Okay, das ist natürlich praktisch. Aber was ist, wenn er das nicht mag? Also er meinte, er hatte einen guten Abend und er fand es schade, dass ich offline gehen musste. Ach, ich kann ja einfach mitkommen und schauen. Das geht leider nicht. Weil das wäre mir voll peinlich. Und ich will nicht, dass du das beobachtest. Und dann wäre ich noch mehr nervös. Vielleicht sehe ich ja irgendwelche Zeichen. Nee, komm lieber nicht mit. Ich will, weißt du, sonst denke ich die ganze Zeit, was ist, wenn er dich sieht? Und was ist, wenn er dich erkennt? Ronja, sei doch nicht so nervös. Nee, also mir wäre es wirklich lieber, wenn du nicht mitkommst, Taylor. Ist das okay? Vielleicht irgendwann ein anderes Mal. Okay, Paul ist online. Das heißt, ich kann ihm ja mal schreiben. Also wenn Taylor sagt, okay, das ist eine gute Idee und Pizza, ich sehe halt nicht, wer das nicht mag, dann schreibe ich ihm mal, hi, Paul, ich fand's gestern voll lustig. Hast du vielleicht Lust, dich mit mir im Arcade zu treffen? Ich wollte da eh schon länger mal hin. Okay. Mal gucken, was er antwortet. Oh, er tippt schon. Okay, das ist ein gutes Zeichen. Ja, klar, warum nicht? Oh mein Gott, wie aufregend. Okay, da muss ich mich jetzt noch schnell fertig machen. Und neues Make-up drauf und dann gehen wir nachher ins Arcade. Es wird schon langsam Abend, das heißt, ich muss mich beeilen, weil wir wollten uns gleich treffen um 7. Und oh mein Gott, wie aufregend. Ich freue mich voll. Da vorne ist das Arcade und da ist Paul auch schon. Was ist das, dein Auto? Hi. Hey, ja, das ist meins. Hä, voll cool. Warte, woher hast du so ein cooles Auto? Das ist ein Geheimnis. Okay. Hast du Lust, was zu spielen? Klar, was immer du willst. Ich spiele super gerne Mario. Bist du öfter im Arcade? Ich lebe fast schon hier. Echt? Oh mein Gott. Hä, was für ein Zufall, dass wir uns nie gesehen haben. Also ich bin auch öfter hier tatsächlich. Ich liebe das Arcade. Wirklich? Crazy. Ja, vielleicht bist du mir nie aufgefallen oder andersrum, keine Ahnung. Okay, ich hab's versucht. Magst du mal gucken, ob du einen höheren Score schaffst? Ich bin wieder abgestürzt. Oh, gerne. Hast du Lust, danach noch Pizza essen zu gehen? Weil ich liebe Pizza und meine Mom verbietet mir das in letzter Zeit aus irgendwelchen Gesundheitsgründen. Die ist gerade auf einem dicken Gesundheitstrip. Bei uns gibt's nur noch Salat. Das ist absolut furchtbar. Oh mein Gott, yes. Warte, wirklich? Pizza ist mein Lieblingsessen. Oh mein Gott, same. Hä? Okay, warte, was ist deine Lieblingspizza? Salami. Salami ist gut, aber das esse ich im Moment nicht, weil ich gerade kein Fleisch esse. Aber ich finde so Pilzpizza mega gut. Okay, wie ist deine Meinung zu Hawaii? Finde ich gut, da kann man sagen, was man will. Weißt du was? Same. Ganz ehrlich, Ananas auf Pizza schmeckt hervorragend. Oh mein Gott, die ganzen Halloween-Kostüme von den Leuten. Das sieht echt gruselig aus. Ich habe mich gerade voll erschreckt. Wollen wir los?
Haha, der sieht mega lustig aus. Ja, let's go. Oh mein Gott, ich bin noch nie in so einem schnellen Auto mitgefahren. Wie cool. Klar, auf geht's. Hä, oh mein Gott, das war voll fun. Ohne Mist. Ich hatte selten so einen guten Tag. Das war voll nice. Lass uns mal wieder irgendwann abhängen. Ja, mega. Gib mir mal deine Nummer, Kleine. Oh, okay, warte, ich tippe sie in dein Handy. Und so, eingespeichert. Du kannst ja mal schreiben, wenn du Zeit hast. Dann gehe ich mal nach Hause. Mach's gut. Tschüss. Okay, ich glaube, es lief gut. Ich glaube, er mag mich. Und, oh, das ist so dumm, dass das Taylors Bruder ist. Ich würde ihr so gerne alles erzählen, aber ich kann ihr halt nicht erzählen, dass ich mich in ihren Bruder verliebt habe. Was mache ich denn jetzt? Ich meine, ich kann es ihr trotzdem erzählen. Ich glaube, das ist auch nicht auffällig und ich glaube, sie hat auch noch keinen Verdacht gehegt. Aber irgendwann muss sie den doch treffen. Ich kann nicht für immer lügen und sagen, oh mein Gott, ich und Rale verstehen uns so gut und wir, keine Ahnung, kommen gut klar und wir treffen uns jetzt öfter. Das kann ich ja nicht machen und ich will auch nicht, dass ihr Bruder das ihr erzählt. Okay, ich glaube, ihr Bruder würde das aber nicht erzählen, oder? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Okay, ich frage Taylor mal, ob sie abhängen mag. Hi, hast du Lust, noch vorbeizukommen? Ich hatte doch erzählt, dass ich mich mit Raul treffen wollte. Wir waren im Arcade und wir waren Pizza essen, deswegen war ich den ganzen Abend weg. Ich kann dir gerne erzählen, wie es so lief. Okay. Bis gleich, mach's gut. Okay. Ich brauche eine gute Lüge. Okay, ich sag, Raul und ich haben uns getroffen, da, aber sie kann ihn nicht treffen, weil er es noch geheim halten möchte. Das ist eine gute Idee. Und dann kann ich sagen, erst wenn wir richtig zusammen sind und er mich fragt, ob ich seine Freundin sein will, dann kann ich ihr das wirklich erzählen. Und ab dem Punkt kann ich ihr auch sagen, dass es ihr Bruder ist. Ich meine, wird sie wirklich mir verbieten wollen, dass ich glücklich bin, nur weil es ihr Bruder ist? Ich glaube nicht. Ich meine, sie ist immerhin meine beste Freundin. Hey, und wie lief's mit Paul? Warte, Paul? Raul meinst du? Ich habe mich doch mit Raul getroffen. Ronja, ich bin doch nicht blöd. Oh mein Gott, warte, wie lange weißt du schon, dass ich mit deinem Bruder mich treffe? Ich bin doch deine beste Freundin. Ja, aber wie hast du es rausgekriegt? Hat Paul dir das erzählt? Sofort, als du mir von ihm erzählt hast. Warte, wirklich? Nein, echt? Oh Gott, ich bin so ein schlechter Lügner. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht anlügen. Ich habe gedacht, weißt du, vielleicht bist du ärgerlich, wenn ich mich mit deinem Bruder treffe. Keine Sorge. Oh mein Gott, mir fällt voll der Stein vom Herzen. Ich bin voll froh, das wäre voll super, weil... Keine Ahnung, ich hatte voll das Gefühl, dass ich nicht mit dir drüber reden kann, weil es halt dein Bruder ist. Und ich wollte trotzdem alles erzählen, weil wir halt beste Freunde sind. Und oh mein Gott, ich bin so froh, dass du nicht wütend bist auf mich. Ich hoffe, das klappt mit euch. Oh mein Gott. Oh, jetzt kannst du auch aushorchen, ob er was von mir erzählt oder ob er dir irgendwie was sagt über mich oder ob er dich was fragt. Na gut. Okay. Das ist mega nice. Aber ja, es lief voll gut. Wir waren im Arcade und wir waren Pizza essen und wir wollten uns jetzt demnächst mal treffen. Und er hat mich nach meiner Nummer gefragt und ja, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Aber das nächste Mal gehen wir auf ein Doppeldate. Okay, klar, kein Problem. Perfekt. Haha, okay, bye. Mach's gut, bis morgen. Oh mein Gott, was für eine Erleichterung. Ich habe gedacht, Taylor will nicht mehr mit mir reden, wenn sie das mitkriegt oder sie verbietet mir, ihren Bruder weiterzutreffen. Aber das ist das beste Szenario und sie wusste es und sie war nicht mal wütend, dass ich sie angelogen habe. Und oh mein Gott, was für ein perfekter Tag. Oh, gute Nacht. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, da verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.